Klar, die besten Talente aus der Fußballschule verpflichtet man natürlich, um sie zu absoluten Megastars zu entwickeln. Aber was ist eigentlich mit all den eher nicht so guten Talenten? Um das herauszufinden, spielen wir heute die Karriere eines genau solchen Talents. Servus oder so, wir starten die Karriere des schlechtesten Talents heute in Indien. Denn da ist der schwächste Verein aus ganz FIFA 23 zu Hause. Und das ist North East United. Die haben gerade mal einen halben Stern. Aber hier hat unsere Hauptfigur des heutigen Videos natürlich die größten Einsatzchancen. Da gibt's einfach einen Spieler, der einfach nur MS heißt. Aber bis hierhin weiß ja weder ich noch ihr, wer diese Hauptrolle heute übernimmt. Wir gehen also rein in die Jugendakademie. Und der schwächste Spieler hier ist Ospald Novak, ein 16-jähriger Slowene mit einer 39er Gesamtstärke. Seine Karriere werde ich heute also für insgesamt 10 Saisons spielen. Wir werden natürlich versuchen, ihn zu einem möglichst guten Spieler zu entwickeln, dass er irgendwann in die Top-Ligen Europas wechseln kann. Lasst jetzt schon mal gerne einen Daumen da für Novak, um seinem Team und damit ihm so ein bisschen zu helfen, darf ich pro Saison einen Transfer tätigen. Und in der ersten Saison heißt die Verpflichtung Sergio Romero, der unter anderem schon für Manchester United gespielt hat. Ihr wisst, der Keeper hat oft den größten Einfluss im Karrieremodus und wir wollen natürlich, dass der Verein von Novak möglichst gut performt, weil das dann auch wiederum Einfluss auf seine Leistungen hat. Damit er auch auf Spielzeit kommt, habe ich 2 Sechser aus dem Kader schon verkauft. Damit ist er neben Singh der einzige Spieler im Team, der ZDM zocken kann. Ansonsten habe ich die Verträge auch schon verlängert, werde jetzt Novak zum Kapitän ernennen, in der Hoffnung, dass ihm das auch nochmal mehr Spielzeit garantiert. Und dann stellen wir natürlich auch noch einen Entwicklungsplan ein. Das wird ganz, ganz wichtig. Und da sollten wir dringend seine Arbeitsrate defensiv nach oben pushen, weil aktuell steht da niedrig. Und das ist für einen Sechser natürlich katastrophal. Generell muss man auch sagen, der hat gerade mal 27 Verteidigen. Als guter Trainer sollte man jetzt eigentlich erkennen, dass der wahrscheinlich offensiv ein bisschen besser aufgehoben ist. Der kann sogar Stürmer lernen in nur 4 Wochen. Dann machen wir doch das. Heißt aber jetzt halt auch, dass das mit den Sechser verkaufen nicht so gut war. Ich muss eher jetzt noch ein paar Stürmer abgeben. Ja, komm, mir da weg, Jordan weg. Und dann stellen wir das System halt auf ein 4-1-2-1-2 um. So soll das dann im Endeffekt aussehen. Also die Geschichte hat hier gerade nochmal eine krasse Wendung genommen. Am 25.08. ist es soweit. Novak wird vom ZDM zum Stürmer, gewinnt an Gesamtstärke dazu. Ist schon hoch auf eine 42. Ich gebe ihm jetzt mal hier kompletter Stürmer für mehr schwacher Fuß. Die anderen Stürmer muss ich jetzt aber eigentlich immer noch loswerden. Nur will die einfach niemand haben, bleibt mir nichts anderes übrig, als die jetzt freizugeben. Der erste ist weg, der zweite ist weg, Geld dafür war noch genug da. Das heißt, für Stürmerpositionen bleiben jetzt wirklich nur noch Novak und ein Bombo. Der Ralte könnte noch Stürmer spielen, aber ich kann jetzt auch niemanden mehr freigeben. Nigan kann Stürmer. Ich hoffe halt, dass der automatische Trainer die dann trotzdem nicht einsetzt. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich jetzt erstmal nur bis in den Januar simulieren. Es ist aber auch krass, wie lang das hier überhaupt dauert, bis die Saison mal losgeht. Die Start erst im Oktober und dann ging es auch ziemlich vielversprechend los. Mittendrin kam er dann aber einfach nur noch unentschieden gefühlt. Und am Ende landet Novak mit seinem Verein jetzt auf dem 6. Tabellenplatz nach 11 Spieltagen. 5 Punkte weg vom ersten, da ist noch einiges möglich. Unsere Hauptfigur ist immerhin um 2 Gesamtstärken hochgegangen. Von einer 42 jetzt auf eine 44. Wie viele Einsätze hat er bekommen? 8 insgesamt. Also 3-mal durfte er gar nicht spielen. Aber das passt schon. Für so einen 17-Jährigen ist das vollkommen okay. Wir gehen mal auf Knipser als nächstes. Ja, und die anderen Kandidaten, die jetzt hier noch Stürmer spielen können, die muss ich nicht verkaufen. Das sieht man ja in den Einsatzzeiten. Wir sind am Ende der ersten Saison der großartigen Karriere. Vielleicht mal schauen. Von Novak, und auch da ist es schon wieder richtig krass, weil die Saison schon seit Februar vorbei ist. Was machen die denn hier das ganze Jahr über? Novak hat das halbe Jahr frei. Dementsprechend ist die Bissigkeit auch nicht so besonders gut. Er steht jetzt bei einer 47, ist innerhalb von einer Saison um 8 Gesamtstärken hochgegangen. Also wenn das jetzt die ganze Zeit über so läuft, dann wird er richtig, richtig krass. Aber davon ist nicht auszugehen. Er schießt auch gerade mal ein Tor in seiner allerersten Karriere im Profifußball, legt dazu 2 Tore auf und landet mit seinem Team am Ende auf dem 5. Tabellenplatz. Finde ich, ist für den ursprünglich schlechtesten Verein aus ganz FIFA 23 eine ganz gute Leistung. Da hat natürlich der Keeper Romero stark mitgeholfen, wobei der jetzt auch noch eine 73 hat. Ja, allein aufgrund der langen Pausen muss
Novak raus aus Indien. Er träumt vom europäischen Spitzenfußball und dahin wollen wir ihn jetzt einen Schritt näher bringen. Und so bittet Ozbald Novak am 1. Juli 2023 auf die Transferliste gesetzt zu werden. Im Alter von 17 Jahren erfüllt ihm der Verein seinen Wunsch. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, welche Vereine so für Ozbald Novak bieten. Er ist ja auf alle Fälle ein Talent irgendwo, jetzt vielleicht nicht für absolute Spitzenclubs, aber so in den unteren europäischen Ligen könnte da schon was gehen. Und das ist natürlich das Ziel. Novak möchte nach Europa, nur vergehen die Tage und es kommt kein Angebot für ihn rein. Wir sind mittlerweile im August angekommen und noch immer will kein Verein Novak haben. Am 12.8. ist es dann aber soweit. Die Frage ist nur, wer möchte Novak verpflichten? Weil wenn es jetzt wieder so ein indischer Verein ist, dann bringt es uns natürlich überhaupt nichts. Es ist Grimsby Town. Ich gehe mal stark davon aus, dass die vierte englische Liga spielen. Ja, genau so ist es. Sie sind aktuell Letzter in der Tabelle. Aber das ist Novak vollkommen egal. Er möchte unbedingt nach Europa. Und deshalb werde ich dieses Angebot sofort akzeptieren. Ich denke mal, beim Gehalt soll es keine Schwierigkeiten geben. Genau so ist es. Ozbald Novak wechselt zu Grimsby Town. Unterschreibt dort einen eher nicht so gut bezahlten Vertrag. Aber das ist ihm vollkommen egal. Er ist in Europa angekommen. Er spielt ab sofort in England. Und auch hier versuchen wir jetzt natürlich wieder dafür zu sorgen, dass er auf maximale Spielzeit kommt. Das bedeutet, Taylor und Orsi müssen gehen, damit Novak da vorne drin auch wirklich gesetzt ist. Werde ihn natürlich zusätzlich wieder zum Kapitän ernennen. Und jetzt müssen wir für die maximale Performance das Team nochmal so ein bisschen umbauen. Die haben einfach keinen rechten Mittelfeldspieler im Kader. Und deshalb hole ich da jetzt auch einen Spieler für genau die Position. Eigentlich wollte ich ihn kaufen, aber der war jetzt ein freier Spieler. Und das ist jetzt sogar mal ein Talent und nicht so ein alter Sack. 19 Jahre alt, Potenzial von 80. Ist jetzt ursprünglich ein linker Mittelfeldspieler. Aber wir können ja einfach Kahn umformen, dann wird er zum RM. Und Sanabri geht dafür auf die linke Seite. Verträge sind verlängert, das mache ich eh jede Saison. Und damit können wir eigentlich auch gleich ans Ende der allerersten Saison von Novak im europäischen Profifußball springen. Ich gehe davon aus, dass die erste Saison von Ozbald Novak in England jetzt nicht so herausragend stark war. Aber das ist auch vollkommen okay. Gesamtstärke technisch hat er sich um 3 Punkte gesteigert. Und ich sehe gerade, dass er mit dem Vertrag nicht glücklich ist. Da gebe ich ihm doch direkt ein bisschen mehr Gehalt. Dann zeigt da der Daumen schon mal nach oben. Er ist aber auch mit der Spielerleistung unzufrieden und der Teamleistung. Na, dann schauen wir mal, wo sind sie denn in der Tabelle? Als ob die ernsthaft Letzter geworden sind mit 45 Punkten. Das ist eine knappe Geschichte. Ja, aber trotzdem, da kann ich ihn vollkommen verstehen, dass er damit nicht zufrieden ist. Ich meine, wer wird schon gerne Letzter? Im Carabao Cup ist Grimsby in Runde 1 gegen Southampton rausgeflogen. Sage ich aber ganz ehrlich, das kann schon mal passieren. Hier war gegen Rotherham Schluss. Novak kommt in 19 Einsätzen auf gerade mal ein einziges Tor und keine Vorlage. Da muss man aber halt auch dazu sagen, dass ich Ryan Taylor nicht verkauft habe. Finde ich aber auch gar nicht so unrealistisch, dass der jetzt noch die meisten Spiele gemacht hat in der ersten Saison von Novak und der als 18-jähriges Talent nur hin und wieder mal zum Einsatz gekommen ist. Taylor hat auch die meisten Buden erzielt, 15 Stück. Aber der ist schon 36 und der wird jetzt dann bald abgelöst vom guten Novak, der auf alle Fälle auch noch eine zweite Saison bei Grimsby verbringen wird. Es wäre einfach noch viel zu früh, jetzt schon wieder hier wegzuwechseln. Und das Gute ist ja auch, dass jetzt wieder ein Mitspieler dazukommen kann mit richtig viel Qualität. In diesem Fall ist das Sydney Räbiger fürs zentrale Mittelfeld und das ist die schwächste Position und noch dazu wird Houlihan bald seine Karriere beenden. Genauso wie übrigens Ryan Taylor, die einzige Sturmkonkurrenz für Ozbald Novak. Deshalb werde ich den jetzt auch nicht mehr verkaufen, der wird sowieso immer schlechter, ist nur noch 2 Gesamtstärken besser als Novak. Ich denke, unser slowenischer Kollege wird ihn bald überholen und damit wird er dann endgültig zum unangefochtenen Stammspieler in der immer besser werdenden Mannschaft von Grimsby, die hoffentlich in dieser Saison nicht letzter wird. Die müssen jetzt hier echt nicht alles auseinandernehmen, aber nochmal letzter werden, das kommt halt nicht in Frage. Am Ende ist Grimsby Town in den Playoffs. Die Experten haben das gerade schon erkannt. Vierter! Wie stark ist das denn bitte? 75 Punkte am Ende reicht es nicht für den Aufstieg, weil wir im Elfmeterschießen gegen Accrington Stanley verloren haben. Im Carabao Cup war mal wieder in der ersten Runde Schluss. In der Papa John's Trophy sind wir einfach gegen den gleichen Verein ausgeschieden. Ey, das ist generell so krank, wie viele Pokalwettbewerbe man hier immer spielt. Gut, gegen Man City kann man verlieren. Novak wird auf alle Fälle immer noch besser. Er zielt in dieser Saison 11 Buden. Hey, das ist ja echt gar nicht so verkehrt. Er ist drittbester Torschütze. Keine Ahnung, wie Räbiger als ZM 25 Buden gemacht hat. Aber von mir aus Novak noch dazu mit einer Torvorlage. Aber das war mit Abstand bis jetzt seine beste Saison. Und es wird auch noch eine dritte Saison Grimsby Town geben. Wir sind uns doch alle einig, dass der nächste Karriereschritt für Novak auf alle Fälle noch zu früh kommen würde. Ich meine,
er ist immer noch der mit Abstand schwächste Spieler in seinem Team und hat auch noch einen weiten Weg vor sich, um das zu ändern. Vor allem, wo ich jetzt auch schon wieder einen neuen, richtig guten Mitspieler dazu hole. Und natürlich ist es jetzt endlich auch wieder ein Keeper. Peder Hoel Lervik, ein Norweger mit 80 Potenzial. Und ich glaube, der ist jetzt wirklich so das letzte fehlende Puzzlestück auf dem Weg von Grimsby aus der untersten Liga raus. Mit diesem Team um sich rum muss es Novak doch jetzt geschafft haben. Der allererste Aufstieg in seiner Karriere. Wir schauen rüber, er hat eine 58, konnte sich um 2 Punkte verbessern in dieser Saison. Ist wieder mal nicht glücklich mit seinem Vertrag. Okay, bekommst du mehr Geld, Kollege. 9 Tore hat er erzielt, 2 Vorlagen gegeben. Ist damit drittbester Torschütze. Also vor allem Sanabi und Rebiger carryen schon komplett. Ich meine, die haben jetzt beide eine 79er Gesamtstärke. Jetzt haben wir Lang mit einer 78, Lervik mit einer 75. Die müssen doch einfach diese Liga komplett dominiert haben. Und so wird Grimsby Town auch erster mit einem Punkt, aber nur vor Salford City. Ich denke mal, auch in der dritten Liga wird es jetzt kein so großes Problem, nochmal aufzusteigen. Das Team wird ja dann auch nochmal besser werden. Ich kann auch nochmal einen Spieler dazu kaufen. Und so gibt es auch noch eine weitere Saison Grimsby Town, an deren Ende wir dann auch mal das Potenzial von Novak auschecken werden. Das habe ich ja bis jetzt gar nicht getan, weil ich da auch die Spannung nicht rausnehmen möchte. Aber ich denke mal, jetzt so nach 5 Saisons, das ist wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, um das mal abzuchecken. Ich meine, dann sind wir ja genau bei der Mitte angekommen. Wie viele Niederlagen meine Augen da sehen mussten, das war schon echt ganz, ganz übel jetzt gerade. Novak 65, ansonsten ist das eine Mannschaft, die doch eigentlich oben mitspielen muss in der dritten englischen Liga. Klar, Novak zieht die immer noch so ein bisschen runter, ist auch nur der 5. beste Torschütze, beziehungsweise 4. beste. 7 Tore, 3 Vorlagen, ist aber immer noch eine seiner besseren Saisons. Und mit einer 65 sieht er auch gar nicht mehr so verkehrt in der Mannschaft aus. Eine Mannschaft, die am Ende 11. wird in der dritten englischen Liga. Was ist denn das? Wie können denn die so kacke sein hier? FA Cup wurde natürlich nicht gewonnen. Carabao Cup auch nicht. Gewinnt gefühlt eh immer alles Manchester City. In Runde 1 war natürlich Schluss. Alles klar. Bleibt nur die Papa John's Trophy. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich da irgendwie eine Pokalmannschaft aufgebaut. Aber jetzt, wie versprochen, checken wir noch das Potenzial ab von Oswald Novak. Dafür gehe ich in der Cheat Engine auf den Players Editor. Und dann sehen wir hier Oswald Novak, der mittlerweile ein 74er Potenzial hat. Das ist ja richtig gut. Außerdem kann er echt noch was werden. Ich meine, er ist immer noch 20 Jahre jung. Er steht immer noch mehr oder weniger am Beginn seiner Karriere. Und ich würde sagen, jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt gekommen für ein neues Kapitel. Und das geht natürlich über einen Wechsel. Zu Beginn seiner 6. Profisaison fragt Oswald Novak also zum 2. Mal nach einem Transfer. Passend dazu ist er aktuell sowieso unglücklich mit seinem Vertrag. Er wird jetzt aber auch nicht unter allen Bedingungen wechseln. Also es kommt schon so ein bisschen drauf an, wer für ihn bietet. Als erstes kommt Śląsk Breslau daher. Ein polnischer Verein, aber da sieht er sich nicht so ganz. Das wäre eher so ein Ding fürs Ende der Karriere. Als nächstes ruft der Manager von Salford City an. Die sind ein direkter Konkurrent in der dritten englischen Liga. Und deshalb lehnt Oswald auch dieses Angebot ab. Er denkt eher so an dritte deutsche, zweite spanische oder auch die zweite italienische Liga. Aber es scheint nicht so, als würden sich solche Vereine für ihn interessieren. Und so beginnt hier mittlerweile die neue Saison. Der erste Spieltag steht an gegen Portsmouth und Novak ist immer noch bei Grimsby Town unter Vertrag. Aber dann ist es soweit. Der FC Ingolstadt bietet für Oswald Novak und zwar 2,4 Millionen Euro. Und das ist doch genau der Wechsel, den er sich vorgestellt hat. Einfach jetzt von England rüber nach Deutschland. Und es ist vor allem ein Wechsel in die zweite Bundesliga. Also aus der dritten englischen in die zweite deutsche. Das ergibt sogar richtig Sinn. Das ist ein absolut guter Transfer für ihn. Er hat natürlich schon einiges an Konkurrenz im Sturm. Vor allem dieser Pedro Gil hier. Und davor schreckt er jetzt etwa zurück. Es konnte keine Einigung über die Vertragskonditionen erzielt werden. Er verdient doch nur 2100 Euro. Wie wenig hat Ingolstadt ihm denn bitte geboten? Das ist halt schon extrem schade. Das wäre so ein geiler Transfer gewesen. Hätte ich wirklich anders gefühlt. So sind wir jetzt halt am Deadline Day, an dem sich aber der SC Freiburg meldet. Es ist die zweite Mannschaft, die bieten 2,4 Millionen. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das schon dritte Liga ist. Ja, genau, aber es ist ein Spitzen.
Klassenteam in der dritten Liga anscheinend. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass der Deal dieses Mal auch wirklich über die Bühne geht. Jetzt meldet sich halt auch noch UD Ibiza. Für die zu spielen ist schon auch nicht schlecht. Aber eigentlich sehe ich ihn schon eher bei Freiburg. Ey, was ist denn jetzt auf einmal los? Jetzt kommt auch noch Magdeburg daher. Das ist sogar wieder zweite Liga. Also auch das muss ich sofort akzeptieren. Es sind halt jetzt nur noch 6 Stunden auf der Uhr. Normalerweise müsste Freiburg am schnellsten sein, aber es gibt immer noch keine Bestätigung. Okay, mit Freiburg sind schon wieder die Vertragsverhandlungen gescheitert. Dann wird bei Magdeburg aber wahrscheinlich das Gleiche passieren. Und das Angebot von Ibiza wurde zurückgezogen. Läuft jetzt also doch alles darauf hinaus, dass Novak eine weitere Saison für Grimsby spielt. Oh, ist das bitter. Vor allem weiß ich dann halt nicht, ob wir jemals hier rauskommen mit ihm. Weil es scheitert ja jedes Mal an den Vertragsverhandlungen. Und deshalb probiere ich jetzt nochmal was aus. Und zwar springen wir ein bisschen zurück in der Zeit, haben jetzt wieder 7 Stunden übrig. Und dann werde ich jetzt mit Hilfe der Cheat Engine das Gehalt von Novak auf 1 Euro runtersetzen. In der Hoffnung, dass er jetzt weniger Geld in den Vertragsverhandlungen verlangt. Und ich finde es auch vollkommen okay, das so zu machen. Weil es ist ja gewissermaßen auch einfach mal wieder ein Fehler im Spiel. Und sonst kriegen wir den Mann nie aus England raus. Ey, aber es scheitert trotzdem. Das gibt's doch nicht. Warum verlangt denn der Typ so viel? Ich springe also wieder zurück in der Zeit. Jetzt verdient er wieder normal, so wie vorher. Diesmal nehme ich auch das Angebot von Ibiza an. Vielleicht können die sein Gehalt ja stemmen. Nein, selbst die zahlen anscheinend nicht gut genug. Denn Oswald Novak lehnt auch deren Vertragsangebot ab. Vielleicht habe ich ihn auch einfach falsch eingeschätzt. Und er möchte einfach bei Grimsby bleiben. Dennoch werde ich es im Winter nochmal probieren. Und da tätige ich dann auch auf alle Fälle noch den einen Transfer, der ja für diese Saison noch aussteht. Ja, ich fürchte, Novak muss eine Grimsby-Legende werden. Denn wir sind jetzt auch schon am Ende der Wintertransferphase. Ich habe gerade einen neuen Rechtsverteidiger für den Verein geholt. Und vorher Angebot von Vereinen wie St. Pauli und Villarreal B angenommen. Aber auch da konnte man sich wieder nicht aufs Gehalt einigen. Und so bleibt Novak auch in seiner 6. Saison. Also insgesamt ist jetzt bei dem Verein die 5. Ein Spieler von Grimsby in der 3. englischen Liga. Er wird halt jetzt in dieser Saison auf alle Fälle die 70er Gesamtstärke knacken und irgendwann auf eine 80 zugehen. Und dann wird er auch irgendwann interessant für die ganzen Erstligisten. Und dann werden wir, denke ich, auch endlich rauskommen aus England. Und so schlecht ist es hier ja auch nicht. Denn man kann aufsteigen, aufsteigen und aufsteigen. Wenn man so ein Sanabri mit einer 83 im Team hat, einen Lang, einen Räbiger. Also das Team entwickelt sich schon richtig, richtig gut. Und ihr habt es gerade wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben die Playoffs gewonnen mit Grimsby Town. Steigen also auf in die 2. englische Liga. Die Karriere wird schon langsam richtig, richtig krass. Ich meine, er ist die ganze Zeit der Startstürmer für so ein Team, was hier eine Liga nach der anderen rasiert. Er hat auch krass dazu beigetragen mit 32 Toren in dieser Saison. Jetzt eskaliert er ja vollkommen. Dazu noch 7 Vorlagen. Ach, und übrigens, der geht jetzt dann in sein letztes Vertragsjahr. Und ich denke nicht, dass wir den Vertrag nochmal verlängern werden, auch wenn er aktuell nicht so glücklich ist mit seinem Gehalt. Und ich werde mir auch in der nächsten Saison auf alle Fälle nochmal die ganzen Angebote ganz genau anschauen. Ein junger slowenischer Stürmer macht in England auf sich aufmerksam. Und schon meldet sich Düsseldorf mit einem Angebot von 3,2 Millionen. Also ich bin ehrlich, ich habe keine große Hoffnung, dass der Deal durchgeht. Aber es ist doch passiert. Als ob. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Jetzt wechselt er zu Düsseldorf. Und ich weiß nicht mehr, ob die hier 1. oder 2. Liga spielen. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Wir fangen mal an mit der 1. Liga. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. Kein Düsseldorf. Also spielen sie doch wahrscheinlich 2. Liga. Genau so ist es. Das heißt, es hat jetzt doch endlich geklappt. Novak verlässt Grimsby Town und schließt sich Düsseldorf an. Ein deutscher Zweitligist mit Ambitionen nach oben. Ja, doch, wenn ich mir die Mannschaft so anschaue, das kommt auf alle Fälle hin. Die Sache ist halt nur, der beste Spieler ist dieser Nino und der ist ein Stürmer. Ich glaube, deshalb muss ich hier fast auf ein 2-Stürmer-System umstellen. Um das bestmögliche Team aufzustellen, musste ich auf alle Fälle das System wechseln. Ich werde jetzt aber, glaube ich, auch keine Stürmer mehr verkaufen. Klar, wir haben ja noch so einen Borges auf der Bank, der ist theoretisch besser als Novak. Aber Novak ist wieder Kapitän und er wird sich auch ziemlich schnell nach oben entwickeln. Davon gehe ich zumindest aus. Jetzt kaufe ich dann halt wieder einen Rechtsverteidiger dazu. Oder nee, ich habe mich jetzt doch für einen neuen Keeper entschieden. Einfach um das Team so schnell wie es geht zu verstärken. Das kann Misli definitiv mit seiner 84. Wir hatten halt fast 30 Millionen jetzt hier rumliegen. Ich denke mal, die habe ich damit sehr gut investiert. Ansonsten wäre Rinne der Stammkeeper gewesen und der beendet seine Karriere am Ende der Saison. Also von daher alles richtig gemacht. Jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, was Novak in seiner 1. Saison in Deutschland leisten kann. Vielleicht steigt er auch einfach das 3. Jahr in Folge auf. Erst von der 4. englischen in die 3. englische, dann von der 3. englischen in die 2. englische und jetzt ja vielleicht von der 2. deutschen in die 1. deutsche. Genau so ist es. Denn Düsseldorf wird 1. in der 2. Bundesliga. Ich weiß noch nicht, ob Novak so viel
dazu beigetragen hat. Er hat eine 73 jetzt, ist damit schon einer der schlechteren Spieler in der Mannschaft und kommt in dieser Saison auf ein einziges Tor in 5 Einsätzen. Was macht der automatische Trainer denn da? Er setzt ihn einfach überhaupt nicht ein, das obwohl er Kapitän ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt irgendwas hilft, was die Einsatzzeit angeht. Irgendwie haben wir hier Innenverteidiger verloren oder was? Oder warum sind wir da auf einmal so schlecht aufgestellt? Also da muss ich auf alle Fälle was tun dann in der nächsten Saison. Ja, und den Borges muss ich ja wahrscheinlich jetzt doch verkaufen, damit Novak in der ersten Bundesliga auch immer schön von Anfang an spielt. Es ist absolut krass, wie weit wir mit Novak jetzt schon gekommen sind. Der Typ ist jetzt einfach ein Erstligaspieler in Deutschland. Wenn auch jetzt noch nicht der allerbeste. Aber er ist ja immer noch gerade mal 23 Jahre alt. Der kann sich schon immer noch entwickeln. Jetzt bietet einfach aus dem Nichts Rapid Wien für ihn. Aber der Transfer ergibt gerade wenig Sinn. Vor allem, weil mit Hugo Borges jetzt der größte Konkurrent von Novak den Verein verlässt. Dafür kommt ein neuer Innenverteidiger dazu. Für einfach 51 Millionen Euro. Solche Spieler kann sich Düsseldorf hier mittlerweile leisten. Ist aber auch ganz, ganz wichtig, um in dieser Saison eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Der Mai 2030 könnte der entscheidende Monat gewesen sein, der dafür sorgt, dass der Verein doch nicht absteigt. Novak hat eine 76 und das Team landet auf dem 11. Tabellenplatz. Mit 9 Punkten Abstand zur Relegation. Meister in dieser Saison wird der FC Bayern. DFB-Pokalsieger der FC Bayern. Wir sind in Runde 3 rausgeflogen. Novak, zweitbester Torschütze, 11 Buden gemacht in der ersten Bundesliga. Also eigentlich hat er nur 9-mal in der ersten Bundesliga getroffen, aber insgesamt kommt er auf 11 Tore auf 5 Vorlagen, davon 5 in der Bundesliga. Also jetzt mal ohne Scheiß, 14 Torbeteiligungen. Ist schon eigentlich echt stark. Wir sind in der mittlerweile 9. Saison angekommen und Ostwald Novak ist schon so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob er nicht doch nochmal was wagen soll. Ob er bereit ist für den nächsten Schritt vielleicht. Er möchte aber auch keinen Transfer anfragen, einfach weil er Fortuna Düsseldorf auch einiges schuldet. Sein aktueller Vertrag geht noch 4 Jahre. Also ich werde auf alle Fälle ganz genau beobachten, was für Angebote für ihn reinkommen. Und vielleicht ist da ja was Interessantes dabei. Ansonsten wird er wahrscheinlich hier bleiben. Ich glaube auch, dass Düsseldorf in dieser Saison wenig mit dem Abstieg zu tun haben wird. Ich meine, jetzt kommt nochmal ein 84er Innenverteidiger dazu. Dann hat man hier ein richtig starkes Defensivdreieck. Das Mittelfeld kann sich sowieso sehen lassen. Also vielleicht kann man ja sogar in Richtung Europa angreifen. Für Novak kam übrigens kein einziges Angebot rein. Die schrecken wahrscheinlich alle aufgrund seines langen Vertrags zurück. So streicht ein weiteres Jahr ins Land. Und jetzt sind wirklich unglaubliche Dinge passiert. Aber erstmal schauen wir uns wieder die Mannschaft an. Novak, 78, schießt in dieser Saison 19 Tore, davon 17 in der Bundesliga und gibt noch dazu 4 Vorlagen. Also der performt so heftig gut, dass man sich schon etwas wundert, dass nicht haufenweise Angebote reinkommen. In der Liga wird man 6. Aber das meine ich eigentlich gar nicht. Darum geht es mir nicht bei den besonderen Dingen. Nein, es geht natürlich um den DFB-Pokal, denn der wird einfach gewonnen. Das ist der erste richtige Titel für Novak in seiner Karriere und ist auf alle Fälle ganz, ganz was Besonderes für ihn. Und das bedeutet auch, dass Düsseldorf in der nächsten Saison Europa League spielen darf. Soweit hat es der Ostwald jetzt schon gebracht. Der spielt einfach um internationale Titel mit. Wer hätte das gedacht von meinem schlechtesten Talent aus der Fußballschule, dass der mal so eine Maschine wird. Jetzt gehen wir dann halt in die 10. Saison rein, was ursprünglich die letzte werden sollte. Ich werde aber natürlich noch ein paar hinten dranhängen, weil er ist gerade mal 25 Jahre alt und wir können jetzt auch nicht den Verein wechseln, wo er jetzt einfach Europa League spielt. Also das ist in dieser Karrieresimulation schon ein bisschen anders als sonst meistens, dass wir mit dem Spieler schon relativ lange bei den einzelnen Vereinen bleiben und nicht mega schnell hin und her wechseln. Aber da kommt heute auf alle Fälle noch ein neuer Club dazu. Novak wird nochmal wechseln, ungefähr so wie Rentsch jetzt gerade. Jetzt schaut euch diese Mannschaft an. Das sollte auf alle Fälle auch in der Europa League ein bisschen was möglich sein. Jetzt schaut ihn euch einfach an. Novak hat die 80er Gesamtstärke geknackt, ist sogar schon bei einer 81. DFB-Pokalsieger. Wer hätte das alles zu Beginn der Aufnahme gedacht? 24 Tore in dieser Saison, 4 Vorlagen. Ich glaube, ein bisschen schlechter als letzte Saison. Er hatte halt dieses Jahr noch ein paar mehr Spiele durch die Europa League und da hat er auch in 10 Einsätzen 6-mal getroffen, was schon auch wieder richtig gut ist. In der Bundesliga wird man 2. mit Düsseldorf. Das bedeutet, in der nächsten Saison spielt Düsseldorf Champions League. Das ist so verrückt, man. In diesem Jahr war es ja noch die Euro League, die gewinnt am Ende Leverkusen und genau gegen diesmal im Viertelfinale auch leider rausgeflogen. Boah, aber ich glaube, jetzt ist wirklich nochmal so der perfekte Zeitpunkt für einen
kein Wechsel. Novak ist jetzt auch in einem gestandenen Fußballeralter von 26. Da kann man auch mal kurz nachschauen. Am 8. April 2006 hat er Geburtstag. Also ist auch noch gar nicht so lange 26. Aber trotzdem, der Junge hat Bock auf nochmal einen richtig fetten Vertrag. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Es geht schon auch darum, Geld zu verdienen. Aktuell bekommt er 24.500 Euro in der Woche. Das ist schon ordentlich, aber da geht auf alle Fälle mehr bei einem Spieler auf seinem Niveau. Er hofft jetzt auf entweder ein internationales Abenteuer oder halt einfach einen Top-Club. Der dürfte dann auch gerne aus Deutschland sein. Wobei es jetzt nicht mehr so viele Vereine gibt, die wirklich besser sind als Fortuna Düsseldorf. Es wäre schon geil, jetzt nochmal zu so einem großen Namen zu wechseln. Einfach Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Ihr wisst schon, was ich meine. Selbst wenn er da dann vielleicht nicht unangefochtener Stammspieler ist. Aber Ostwald ist bereit, sich da durchzukämpfen. Bis jetzt kommt, da ist es. Wollte sagen, kommt kein Angebot rein. Aber auf einmal bietet Monza, vergiss es. Das ist nicht das, was sich der gute Novak vorstellt. FC Turin auch nicht. Hätte ich mir eigentlich schon erwartet, dass da ein paar krassere Vereine bieten. Almeria? Was ist das? Jetzt aber der FC Chelsea kommt daher mit dem Bündel voll Geld. So kennt man sie. 36,6 Millionen Euro für den Slowenen. Es heißt zurück nach England. Also höchstwahrscheinlich, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es da irgendwelche Probleme mit den Gehaltsvorstellungen gibt. Yep, genau so ist es. Das Gute ist, Novak hat ja schon mal in England gespielt. Der beherrscht die Sprache. Wird sich also, denke ich, relativ schnell zurechtfinden. Bei seinem neuen Verein, dem FC Chelsea. Das ist schon heftig, den Jungen jetzt einfach in so einem Trikot zu sehen. Noch dazu hat er die Nummer 10 erhalten. Hat aber starke Konkurrenz, definitiv mit Skamaka, der ist 33. Das ist vielleicht ganz gut. Dazu noch ein 32-jähriger Vlahovic. Ansonsten auch sehr viele richtig gute Spieler. Kai Havertz ist brutal gut. Peter Schmitz, Kimmich ist hier. Reece James hat eine 88. In der Innenverteidigung ist auch dieser Moulin. Also es ist schon ein richtig, richtig gutes Team, definitiv. Dazu wahrscheinlich ein absolut heftiges Transferbudget. 145 Millionen darf ich einfach ausgeben. Damit kann man noch einen richtig heftigen ZM dazu holen. Einfach 92er Pedri. Genau für die Position haben wir auch noch unbedingt jemanden gebraucht. Weil klar, Kimmich bringt ja definitiv Erfahrung mit 37 Jahren. Beendet aber auch seine Karriere dementsprechend. Der wird immer schlechter. Pedri sieht da deutlich besser aus. Havertz muss ich zum linken Flügel umformen, weil er sonst nicht ins System reinpasst. Hier habe ich jetzt natürlich Novak direkt reingestellt. Aber ich fürchte, dass der automatische Trainer eher auf Skamaka setzen wird. Wusstet ihr eigentlich, dass Chelsea hier amtierender Champions League-Sieger ist, beziehungsweise war? Denn die haben im Supercup gegen Leverkusen zu Beginn der Saison gespielt. Novak bei einer 82. Jetzt, das ist so eine krasse Mannschaft. Also bis auf einen Innenverteidiger und den Linksverteidiger, wo man auch noch mal ein bisschen rumtauschen könnte, ist das schon absolut krass. Und dementsprechend holt der FC Chelsea die Champions League. Bedeutet, Novak ist jetzt einfach Champions League-Sieger und englischer Meister. Als ob die Premier League auch noch geholt haben. Ich habe zur Winterpause mal kurz reingeschaut, beziehungsweise zur Halbserie halt, als die halbe Saison vorbei war und da war Chelsea irgendwie so Fünfter oder Sechster und jetzt gewinnen die das Ding. Am Ende noch den FA Cup auch. Was ist denn das? Das war ja der perfekte Wechsel. Gut, gerade habe ich den Community Shield angeschaut, aber ja, die haben den FA Cup auch gewonnen. Carabao Cup dann aber wahrscheinlich nicht genau. War aber auch erst im Halbfinale Schluss. Wie stark ist das bitte? Da seht ihr Superpokal gegen Leverkusen, aber auch in dieser Saison wieder Champions League Sieger, einmal den Titel verteidigt, Novak geholt, Titel verteidigt, also besser geht's ja kaum. Das Problem ist jetzt natürlich, Novak wird wahrscheinlich keine so große Rolle gespielt haben. Naja, wobei, er kommt auf 37 Einsätze, davon 21 in der Premier League, 6 in der Champions League, 5 Tore ist jetzt nicht so viel. Aber damit kann Ostwald Novak definitiv zufrieden sein. Ich meine, der war nie so das ultimativ große Talent, dem hat niemand zugetraut, dass er mal so weit kommen wird. Und jetzt hat er es einfach sogar geschafft, die Champions League zu gewinnen. Der Typ ist Premier League-Sieger, DFB-Pokalsieger, Champions League-Sieger. Er wird mit Sicherheit kein Weltklasse-Spieler mehr mit seinen 27 Jahren jetzt. Aber ich würde sagen, er hat trotzdem das Maximum aus sich rausgeholt. Was wir auf alle Fälle noch machen müssen, ist herausfinden, was die ganzen Ex-Vereine von Novak mittlerweile so treiben. Dabei starten wir natürlich in Indien. Da wird Northeast United 9. in dieser Saison. Naja, immerhin nicht letzter. Konnten sich schon mal ein bisschen steigern. Ich meine, schlechtester Verein und so. Dann ging es nach England zu Grimsby Town. 5. in der 3. Liga. Also auch die haben auf alle Fälle einen Aufschwung erlebt. Es scheint so, als wären die jetzt irgendwas zwischen einem Zweitliga- und Drittliga-Team. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Fortuna Düsseldorf. Sind leider nicht unter den ersten 8 der Bundesliga. Naja, aber immerhin 11. Ich denke, die Düsseldorf-Fans können mir definitiv bestätigen, dass das ein absoluter Traum ist für die. Und ich denke, das ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um es hier zu beenden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Birmingham. Tschüss.
Wer von euch hätte gerne Isco bei Union Berlin gesehen? Ich denke mal fast jeder. Von daher gerne mein letztes Video abchecken, da habe ich Isco zu Union Berlin transferiert. Und es sind wirklich unglaubliche Dinge passiert. Also checkt das unbedingt ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Sonst gibt es darunter auch noch ein Video. Sorgt einfach dafür, dass die Enkel sich lohnt. Ich packe jedes Mal hin, deshalb klickt auch auf die verdammten Videos.